Was geht ab YouTube? White Wolf is back am Start. Heute gibt es mal seit einiger Zeit wieder ein Video für euch. Und zwar habe ich bei Instagram gefragt, was ihr sehen wolltet. Und da haben 70, 80 Personen in der Umfrage abgestimmt, dass ihr mal wieder Pickups von mir sehen wollt. Habe ich jetzt ja ewig nicht gemacht, dieses Jahr wahrscheinlich noch gar nicht. Ich glaube, das letzte Pickup-Video kam letztes Jahr oder so. Von daher zeige ich euch ein paar ausgewählte, coole Pickups, die ihr natürlich immer wieder auch als Inspiration nehmen könnt, um auf dem Flohmarkt einkaufen zu gehen. Einiges wird in meiner Sammlung bleiben, einiges ist auch zum Zocken und einiges ist auch für meinen eBay-Shop. Das und vieles weitere werdet ihr jetzt sehen. Ich wünsche euch viel Spaß und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr jetzt vielleicht schon eine positive Bewertung da lasst, damit es am Ende nicht vergessen wird. Solcher Content kommt jetzt wieder häufiger, wenn ihr darauf Bock habt und wenn ich sehe, dass da positive Resonanz drauf kommt. Von daher würde ich sagen, starten wir jetzt in das Video. Als erstes gibt es definitiv einen Klassiker, den es, glaube ich, oder zumindest sehr, sehr selten auf meinem Kanal zu sehen gab. Und zwar habe ich hier einmal ein ganz klassisches Phase 10 in der US-Bestseller-Variante. Wenn ihr die mal günstig findet, nehmt die auf jeden Fall mit. Ich habe hier 8 Euro für bezahlt. In einem guten Zustand bekommt man da teilweise bis zu 30 für. Achtet nur darauf, dass ihr die alten Phase 10 holt und nicht die neueren. Die neueren haben qualitativ nicht so gute Karten wie die älteren. Und deswegen sind die alten Spiele halt noch sehr, sehr beliebt. Ich habe hier einen 10er für bezahlt. Ich spiele die halt auch selber. Ich habe locker 3-4 Stück für mich gebunkert, auch in der Masters-Variante. Weil wenn man halt spielt, nutzen die Karten halt auch ab. Und für einen guten Kurs kann ich das immer empfehlen. Der Oberhammer ist aber definitiv dieses Phase 10, was, wie ihr hier sehen könnt, original verschweißt ist. Findet man eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Und vor allem der Preis ist hier Hammer. Ich habe 15 Euro inklusive Versand gezahlt. Auf eBay zahlt man da, glaube ich, so um die 70, 80 Euro für. Gucken wir definitiv mal nach. Hier habe ich eins für um die 70. Joten hat mal eins so um die 50 Euro, also schwankt so zwischen 50 und 70 Euro in einem guten verschweißten Zustand, sage ich mal, bekommt man dafür. Und für 15 Euro war das mega der coole Schnapper. Was auch cool war, und da habe ich auch irgendwie einen korrekten eBay-Kleinanzeigen-Kontakt gefunden, haben uns doch cool unterhalten und er DS- und 3DS-Spiele verkauft. Als erstes habe ich hier einmal das Pokémon Schwarze Edition 2 bekommen. Leider ist das hier ohne Anleitung, nur mit Modul, aber wie ihr alle wahrscheinlich wisst, kosten diese Spiele mittlerweile um die 70 Euro einzeln. Verkäufe liegen hier so bei 75, 80 Euro teilweise. Ohne Anleitung vielleicht 5 bis 10 Euro weniger, aber ist auf jeden Fall ein sehr, sehr teures, aber auch sehr cooles Spiel. Und was noch dabei war, war einmal Maske der Wunder, Professor Layton für den 3DS. Hier ist eine Anleitung und der VIP-Code sogar dabei. Und ich habe beides für 30 Euro inklusive Versand gesnackt. Und wenn man sieht, dass Professor Layton teilweise schon für einen 20 verkauft wird, hat man definitiv so ein VK von 100 bis 110 Euro bei einem Einkauf von 30. Ist ein sehr, sehr schöner Deal gewesen. Ein Klassiker, den ich auch auf Kleinanzeigen geschnappt habe, ist einmal Wii Mario Party 9. In einem sehr, sehr schönen Zustand, mit Anleitung, mit CD. Ich schaue für euch nochmal, hat ein paar Kratzer, aber lässt sich dennoch ohne Probleme spielen. Die Wii Mario Party Teile sind ja nicht die teuersten, trotzdem bekommt man da so um die 30 Euro für. Für mich persönlich ist es so, dass mir die Wii und die Wii U Mario Partys überhaupt nicht gefallen haben. Der letzte Ableger und auch der vorletzte für die Switch haben mir wieder ganz gut gefallen und die GameCube-Teile sowieso. Aber auch hier bekommt man 30 Euro für. Bei einem Einkauf von 7,50 Euro mit Versand kann man hier definitiv nichts falsch machen. Jetzt folgt auf jeden Fall auch ein interessanter Kauf. Und zwar habe ich hier einmal Akte X Resist or Surf gekauft. Und zwar bei einem gewerblichen eBay-Händler. Und da habe ich gesehen, dass dieses Spiel für 10 Euro inklusive Versand angeboten wurde. Was ein bisschen ärgerlich ist, ich will jetzt hier niemanden nicht den Online-Shop leaken oder so. Aber hier ist auch hinten der Aufkleber zu dem Spiel und da steht auch komplett mit OVP und Anleitung. Und ihr könnt es vielleicht sehen, leider ist keine Anleitung dabei. Auch in dem Bild bei eBay und in der Artikelbeschreibung stand, dass eine Anleitung dabei war. Ein bisschen ärgerlich, weil das ist komplett schon so ein 40 Euro Spiel. Hier oben ist es einmal für einen 40er und hier unten auch einmal verkauft worden. Hätten die von vornherein gesagt, es ist ohne Anleitung, hätte ich es wahrscheinlich trotzdem für einen 10er gekauft.
Aber zu sagen, es ist mit Anleitung und es dann ohne zu liefern, finde ich ein bisschen blöd. Da hat sich dann nochmal nachgefragt. Ja, da schreibe ich jetzt gerade ein bisschen hin und her mit dem Händler. Auf jeden Fall ist es halt ein 40-Euro-Titel für 10er inklusive Versand. Ich denke mal, jeder kennt ja auch die Serie von früher. Wenn ich mir das so anschaue, sieht das ein bisschen trashig aus, aber deswegen wahrscheinlich auch so kultig und cool. Deswegen bin ich mal gespannt. Ist mal was anderes und habe ich so mitgenommen. Jetzt kommen wir zu zwei PlayStation 5 Spielen, die ich mir für meine Sammlung gekauft habe. Das sind zwei Spiele, die ich auch definitiv spielen wollte. Mit dem ersten habe ich schon angefangen. Und zwar haben wir hier einmal Road 96 von D-Kicks Art. Perfekt, hier ist noch Ghost of Tsushima drin, weil das Spiel gerade in meiner PlayStation ist. Ich habe nur zufällig davon erfahren und das ist so eine Art Telltale-Spiel, wo man verschiedene Jugendliche spielt, die von zu Hause abgehauen sind und das Land verlassen wollen, aufgrund der aktuellen politischen Lage. Das Spiel lebt sehr von seinen Entscheidungen und es ändert sich viel, je nachdem, für was man sich entscheidet. Und man spielt insgesamt 5 verschiedene Jugendliche, die alle quasi zur Road 96 illegal ins Ausland ausreisen möchten. Und da kann man es auch sein, dass man das nicht schafft. Ich habe jetzt drei Jugendliche schon gespielt und mit 2 habe ich es geschafft, mit einer nicht. Man hat halt sehr, sehr viele verschiedene Entscheidungen und das erinnert so ein bisschen an die Telltale-Spiele. Hat ungefähr den gleichen Look. Mir gefällt der Soundtrack sehr gut und Storytelling ist irgendwie schön. Ein kleiner Titel, ist nichts Teures. Ich glaube, wir haben den gebraucht für einen 20 geholt auf eBay. Kann ich nur empfehlen für euch, für Leute, die auch gerne die Walking Dead Telltale-Spiele zum Beispiel spielen. Road 96 für die PlayStation 5. Was ich mir noch für die PlayStation 5 für meine Sammlung geholt habe, weil ich gerade auch voll drin bin, ist einmal Demon Slayer, The Konami Chronicles. Hier ist das Spiel auch noch drin, das habe ich nämlich noch nicht gespielt. Und das ist eine Art Street Fighter, denke ich mal, aus dem Demon Slayer Universum. Ich bin gerade aktuell dabei, die Serie zu suchten, gefällt mir sehr, sehr gut. Ist auch so mein erster aktiver Anime seit gefühlt 20 Jahren, wo ich Dragon Ball damals geguckt habe. Von daher komme ich langsam wieder rein. Ich möchte gerne einmal die Serie zu Ende gucken, bevor ich dann mit dem Spiel anfange. Aber ja, bis jetzt steht es erstmal in meiner Sammlung. Wenn ich dann mit der Serie durch bin, dann wird das hier gezockt. Jetzt kommen wir zu einem kleinen Highlight auf jeden Fall für mich. Und zwar habe ich mir was gegönnt und in einer eBay-Auktion gekauft. Das ist einmal Atelier Iris 2 The Ethered of Destiny. Noch original verschweißt von damals in einem sehr, sehr schönen Zustand. Die Atelier Iris Spiele oder Iris Spiele kennen vielleicht einige. Sind alte Rollenspiele, die teilweise bis heute noch sogar Spiele produzieren. Oder bis zu PlayStation 3, glaube ich. Und das Spiel ist halt echt in einem schönen Zustand. Ich habe es für 68 Euro, glaube ich, ersteigert. Was ich schon als coolen Preis empfinde. Für so ein altes Spiel, Rollenspiele sind ja eh immer relativ gefragt, das wandert so in meine Sammlung und wird erstmal nicht angefasst. Das mag ich immer ganz gerne. Ne, ein paar ältere Spiele, die aber noch erschwinglich sind zu kaufen. Ich habe jetzt nichts persönlich mit dieser Serie am Hut. Ich habe mal ein Spiel gespielt davon damals, aber sowas kaufe ich mir dann auch irgendwie, um es mal irgendwann graden zu lassen oder auf jeden Fall für die Sealed-Sammlung. Was haltet ihr davon? Atelier Iris 2 für ungefähr 70 Euro sealed. Jetzt kommen wir noch zu einem coolen Deal, den ich gemacht habe ganz am Ende. Und zwar gab es 4 PC-Spiele. Einmal Harry Potter und der Stein der Weisen. Vollständig, muss mal ein bisschen sauber gemacht werden. Dann haben wir einmal Harry Potter und die Kammer des Schreckens für den PC. Auch vollständig soweit. Dann haben wir hier Der Gefangene von Azkaban in der EA Classics Variante vollständig. Und Harry Potter und der Orden des Phönix mit schöner Karte, Poster auch vollständig. Und ja, kann man immer mal mitnehmen, wenn man sie zu einem korrekten Preis findet. Ich habe für alle 4 Harry Potter Spiele 12 Euro inklusive Versand gezahlt. Da nehme ich doch gerne mal so Harry Potter Konvolute mit. Da kann man sich nicht beschweren und auch bei einem möglichen VK könnte man hier schon mit 50 Euro ungefähr rechnen. Hierfür bekommt man schon 20 und wenn man 10 Euro pro Stück im VK für die anderen rechnet, hat man da seine 50 Euro. Ich habe damit schon ein bisschen Erfahrung gemacht. PC Harry Potter Spiele gehen eigentlich immer, wenn man sie zu einem korrekten Preis bekommt. Daher habe ich sie für 12 Euro direkt gerne gekauft. Zu guter Letzt habe ich mal endlich bei Nike
bei einem Restock von Schuhen Glück gehabt. Und zwar die Schuhe habe ich persönlich schon. Ich habe sie jetzt nochmal für einen Retailpreis bekommen. Und zwar die Jordan 1 Low Mockers. Neu, wie gesagt, direkt über Nike geholt. Die kosten 120 Euro und im Netz werden sie schon ein bisschen mehr gehypt und ein bisschen gefragter. Ist jetzt wegen dem Restock minimal so um 20 Euro gefallen, liegen jetzt so bei 200 Euro, waren vorher bei 220. Aber ich sehe hier definitiv Potenzial bei dem Schuh, den werde ich auf jeden Fall stocken. Hier auch nochmal schön beim anderen Schuh mit den, wie nennt man das, rosa oder alt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall nochmal mit den extra Laces. Und ich sehe auf jeden Fall, dass die nach dem Sommer, also schön nach Herbstschuh, wie ich finde, dass wir nach dem Sommer bei 250 Euro liegen bei dem Schuh und bei dem Einkauf von 120 bin ich da sehr mit zufrieden, zumal bei Nike Restocks zu bekommen, ist eigentlich so gut wie unmöglich. Ich hatte diesmal Glück, hab's bekommen und hab dann auch direkt zugeschlagen für 120 Euro. So Leute, das soll es auch schon wieder gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, wie schon am Anfang gesagt, würde ich mich über positive Bewertungen und Kommentare sehr freuen. Schreibt mir gerne mal eure Last Pickups in die Kommentare. Und demnächst setze ich mich mal wieder an, Flohmarkt-Video. Ich hatte in der letzten Zeit nicht so viel Zeit. Deswegen, Flohmarkt-Videos dauern halt Ewigkeiten. Ich sitze da locker 5 Stunden dran an so einem Video. Von daher habe ich mich jetzt einfach gedacht, dass ich mir euch jetzt mal meine Pickups zeige in der letzten Wochen. So habt ihr auf jeden Fall mal wieder was von mir zu sehen. Und nun würde ich sagen, schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein. Vergesst nicht zu abonnieren und eine schöne Woche. Peace.